Hallo meine Lieben, ich grüße euch heute am 10.3. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen bezaubernden Tag und wir schauen, welche Energien sich heute am 10.3. hier fürs Kollektiv zeigen möchten. Ihr bedenkt aber, wie gesagt, bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, was heute wichtig wird. Da haben wir hier schon mal die 6 Stäbe. Die Königin der Schwerter. Hier haben wir den Bube der Münzen. Hier haben wir den Hierophanten. Und an der Unterseite zeigen sich die 9 Schwerter. So, okay, hier kommen irgendwie Siegesnachrichten. Wir haben hier eine Jupiter- und Löwe-Energie, wir haben die 6 Stäbe. Das steht für eine Siegesnachricht, für positive Energien, für positive Wandlungen tatsächlich auch, dass man hier irgendwie in eine Position kommt, in der man ja einfach siegreich und erfolgreich ist. Es könnte jetzt hier für den einen oder anderen tatsächlich vielleicht für einen erfolgreichen Prüfungsabschluss stehen. Oder für Verhandlungsabschlüsse, für Verträge etc. Also in irgendeiner Situation erfährt man hier einen Sieg, eine Anerkennung oder eine positive Nachricht. Die Königin der Schwerter ist hier eine relativ kühle Energie. Es könnte jetzt eine Energie sein, die von außen auf dich zukommt, die dir vielleicht hier eine positive Nachricht überbringt. Oder du selber hast hier aktuell eine sehr schwertreiche Energie. Also du bist sehr klar, sehr fokussiert. Du bist jetzt hier nicht großartig in der emotionalsten Energie, sondern eher ja so ein bisschen businesslike aufgestellt. Egal ob jetzt tatsächlich im beruflichen oder auch im privaten und zwischenmenschlichen Bereich, bist du hier eher momentan sehr klar und fokussiert. Wir haben hier nämlich auch den Bube der Münzen, steht auch wieder für ein Angebot, für ein Entgegenkommen, für eine, ja, neue Möglichkeit, die sich hier aber auch einfach zeigt. Und die Münzen stehen natürlich in erster Linie schon auch für das Thema Finanzen, Arbeit, aber auch alles, was so das Thema Werte, Beständigkeit oder Beständigkeit an sich verkörpert, kann es hier natürlich auch den Selbstwert betreffen. So, und dann haben wir noch den Hierophanten. Das ist hier eine Stierenergie. Stier ist auch zweites Haus, auch das Thema Finanzen. Also auch hier wieder könnte es sein, dass hier positive Nachrichten, das ist eine sehr vertrauensvolle Energie, eine Energie des Glaubens auch, ja, und wo es wirklich darum geht, wie wertvoll gehe ich mit mir, aber auch mit anderen um. Und das ist auch so eine tiefe Karte des Vertrauens, ne? So, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier, wie gesagt, heute positive Meldungen auf euch zukommen oder ihr überbringt anderen positive Meldungen. Aber in erster Linie kann ich mir gut vorstellen, dass ihr hier in einer Situation ganz klar einen Sieg einfahrt oder in einer für euch wichtigen Situation ja einfach ein Wandel passiert, so dass ihr einfach hier ja, so ein bisschen die bessere Position einfach habt. Ne? Sag mal, der Jupiter in Löwe, beziehungsweise die 6 Stäbe, die warnt auch immer so ein bisschen von einem gewissen Hochmut. Ne? Hochmut kommt vom Fall. Es kann natürlich auch sein, dass ihr hier jemand anderen vom hohen Ross runterholt, eben weil ihr eher hier so diese Königin der Schwerter-Energie verkörpert. An der Unterseite haben wir hier die 9 Schwerter. Die 9 Schwerter ist eine, ja, Mars in Zwillinge-Energie. Es ist hier so, dass man sagt, okay, wo, also es kann sich hier um eine alte Angelegenheit handeln. Schwerter sind auch immer die Gedankenkarten, ne? Die klare, rationale Trennung, also nichts großartig mit Gefühl. Wobei die 9 Schwerter oftmals auch eine Energie ist. Ja, so ein bisschen auch die Selbstsabotage, beziehungsweise eine Energie, in der man sich hier Ängste und Sorgen macht, vielleicht auch über Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind, die an sich hier unbegründet sind. Und das kann natürlich sein, dass er hier in einer alten Energie noch drin war und hier sich heute plötzlich unverhofft auch ein Wandel ergibt in dieser Energie oder in dieser Situation, so dass ihr aus euren eher dunkleren Gedanken, angstvollen Gedanken, reuevollen Gedanken hier auch rausgehen könnt, weil auch hier eine Kommunikation und Klärung möglich ist und ihr hier auch eventuell durch ein Angebot, durch positive Nachrichten einfach auch hier in ein neues Vertrauen kommt. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Also es kann natürlich jetzt alles betreffen. Zwar liegt hier eher so vordergründig das Business und die Finanzen, aber es kann sich natürlich auch um den Wert
im zwischenmenschlichen Bereich hier handeln. Ne? So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.